eigentlich die Pull-ups? Also ich würde gleich von Anfang an skalieren die Pull-ups, weil das wird strikt zu lange dauern, da verlierst du zu viel Zeit und verlierst viel zu viel Kraft. Ja, jede Minute 5 Pull-ups wirst du strikt nicht überleben. Okay. Ja, deswegen würde ich gleich anfangen mit dem leichten Springen, dass du hier diese Sprungvariante machst. Ja, so leicht. Also das wird anstrengend genug, keine Angst. Probier es mal aus für dich. Ja, aber du kannst nicht länger wie 10 Sekunden, kannst du da nicht rumturnen bei den Klimmzügen. Genau, also Susi ist erstmal versorgt, einigermaßen. Manu, bei dir habe ich gesehen an der Decke, du hast da deine TRX-Bänder. Du kannst also relativ schnell reingehen und Ring Rows machen, ja? Als Variante ist die Frage, mit welcher Variante wir anfangen. Ob wir 4, 8, 12 machen. Ich glaube, 15, 15 wird zu viel. Aber vielleicht 4, 8, 12 oder 3, 6, 9. Dass du 4 Klimmzüge, 8 Liegestütze, 12 Kniebeuge. Ja? Ja. Und die, genau. Wir machen eh gleich mal eine Testrunde, aber dann kannst du jetzt schon mal so ein bisschen für dich testen, Liegestütze und Klimmzüge. Das muss wirklich schnell gehen. Die Wechselzeiten müssen ganz kurz sein von Station zu Station. Also Ja, das ist. vier Klimmzüge, acht Push-ups und dann R. Genau, also immer 4 mehr. 4, 8, 12. Genau. So, dann mal zur Svenja. Svenja, du hast keine Zugmöglichkeit. Nee. Entweder wir machen Gorilla los, ja, dass du deine beiden 12,5er nimmst. Aha. Ja, dass du Oder? hier, weil alles andere dauert zu lange, ja, dass du hier 4, 3 oder 4 Gorilla los machst. Ja, welche Variante würdest du denn machen wollen? RX, oder? Nee, das wird zu viel. RX, sonst kann ich nichts. Okay, dann hier. Das wird zu viel. Also ich würde die 4, 8, 12 machen. Gut. Ja, genau. Wie gesagt, eine Testrunde machen wir gleich. Sedi, was hast du dir überlegt? Na, 12. Allerdings weiß ich nicht, ob es mehr Sinn macht, doch Basic zu machen und dann zu versuchen, die Push-ups durchzuziehen. Weil das ist ja meine Schwäche. Ich würde es eher so machen, dass du dir was unter die Brust machst. Du kannst dich erinnern, das haben wir schon mal gemacht. Dass du hier meine Regel oder deine Dumbbell, dass du die Liegestütze nicht ganz so tief runtergehen musst und die deswegen erstmal stabiler durcharbeiten kannst. Okay. Was hältst du davon? Mit 4, 8, 12 dann. Ja, ich würde 4, 8, 12 sagen. Ja. Okay. Und dann nimmst du, hast du zwei gleiche Gewichte. Nee, wir haben jetzt die beiden 15er, wollten die aufteilen für Renegade Rose, dachte ich. Ja, das dauert aber zu lange. Hat denn einer von euch kann noch ein Band nehmen, oder? Habt ihr ein Band? Ja. Gucke mal, dann können wir nämlich die Variante machen, dass wir mit dem Band eine Gorilla Rows machen. Dass wir uns reinstellen, relativ unten am Fußgelenk greifen und dann hochziehen. Das ist im Endeffekt dieselbe Übung und nicht langweilig. Ja? Ich gucke mir das mal in beide, genau. Nimm es mal doppelt, Adelaide. Jetzt tiefer unten anfassen, tiefer. Nicht rumwickeln, das brauchst du nicht. Einfach runtergreifen, ungefähr Knöchelhöhe und jetzt Rücken stabil und jetzt ziehst du es mal zum Latt. Eins, zwei, drei, vier. Reicht. Was mache Ja? ich mit Renegade Rose oder? Nee, du machst die Gorilla Rows. Genau dasselbe machst du mit den Dumbbells. Oh Das ist Gott. dieselbe Übung. Jawohl, ganz genau. Merkst du, die sind auch nicht langweilig. Nee. Also wenn du da noch eine 12, ein 12,5er lieber hast, dass du mischt, wäre es auch okay. Also ihr beide 4, 8, 12, schon mal einrichten alles. Dagmar. Okay. Also ich würde auch das SC machen, ja, weil willst du die Klimmzüge versuchen durchzuziehen? Die 4 Kipping, die könntest du relativ lange durchhalten, oder?
Ja, ich habe mal Band hergekriegt, ohne Band dann nimmer. Die Hände Ja, sind aber an. dann, das muss dann immer schnell gehen, gell? Mit Band, dann musst du wirklich schnell rein und rauskommen. Ich habe ein dünnes, Ja? schnell. Okay, genau. Und dann auch direkt unter der Klimmzugstange die Liegestütze dir einstellen, dass du nicht erst groß durch den Raum rennst und die Ja, habe ich auch. Squats. Ja, genau, sehr gut. Okay, dann machst du die 4, 8, 12 auch. Und Lena, du ziehst dich hoch und ich würde auch fast sagen, die 4, 8, 12. Ja, genau. Willst du, dass ich die Füße erhöht habe? Nee, nee, die Füße nicht. Bei den Liegestützen meinst du? Nee, bei den hängenden Pull-ups. Ach so, zeig mal, geh mal ran, häng dich mal ran. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass das zu schwer wird, wenn die noch erhöht sind. Jetzt zieh mal, mach mal 4 Stück. Eins. Schneller, 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 schneller. Drei. Vier. Genauso machst du die. Das reicht völlig aus. Das sieht schwer genug aus. Und das darf auch nicht länger dauern. Genau, und jetzt nochmal, wir machen gleich die Testrunde, wie gesagt, nochmal kurz zum Verinnerlichen. Wenn ich jetzt mitmachen würde, ich habe jetzt hier meine Klimmzugstange. Ich mache hier meine Klimmzüge, egal ob ich Klimmzüge mache oder Renegade Pose, habe hier meine Station. Dann weg, gleich runter, gleich Liegestütze. Dann gleich hochspringen, von oben den ersten Kniebeugen. Eins, zwei, zwölf, fertig. Ja? Also nicht erst groß von links nach rechts und oben und unten rennen. Die Zeit habt ihr einfach nicht. Ihr werdet merken, dass jede Sekunde wertvoll ist bei dem Workout. Das ist Stress-Workout. Ja, das ist einfach die Logik von dem Teil. Und nach einer Minute beginnt der ganze Spaß von vorne. Wir machen jetzt gemeinsam eine Testrunde. Jeder geht mal an seine Klimmzugstation und machen eine Runde jeder in seiner Skalierung durch. Und dann gucken wir, wo ihr jetzt seid mit der Zeit. Jeder guckt dann mal auf die Uhr, weil jeden kann ich nicht sehen. Okay? Achtung, 10 Sekunden. Ich sehe keine Uhr. Vielleicht piept's. Ja, ich sag's dir gleich. Und los geht's. Jawohl. 10 Sekunden sind jetzt um. Jawohl, alle sind in den Liegestützen, genauso. Die sehen gut aus, Adelaide. Die gefallen mir sehr gut. 20 Sekunden um und jetzt schnelle 12 Squats oder 15, je nachdem, welche Skalierung ihr macht. Was denn? Tiefer, Sedi. Fertig. Ja, das ist gut. Das waren 39 Sekunden. 40 sind wir jetzt. Okay, ich mache mir ein bisschen Sorgen bei der Svenja. Svenja, ich glaube, die Liegestütze haben zu lange gedauert. Ja, ist auch nicht meine Lieblingsdisziplin. Mach das doch auch mit dem Ding und mit der Hantel unter der Brust. Das ist wirklich besser, ja. Bitte was? Die Svenja kann es ja auch mit der Hantel unter der Brust Ja, machen. genau. Und gucke, dass du die Knie am Boden lässt, Svenja. Gucke mal. Dass du die eine Hand so liegen hast, Knie am Boden und dann diesen. Ich mache das auch, Svenja. Ja, ich habe eben die Knie nicht auf dem Boden gehabt. Das ist da nochmal eine Genau, andere dann dauert es lange, Herausforderung dann wird dran. es unsauber. Guck bitte, dass hier die Hüfte schön stabil bleibt, dass wir hier nicht anfangen, die Schlange zu machen, diesen hier, sondern Ja. wirklich hier eine stabile Hüfte halten. Ja? Also, die ersten 5, 6 Runden, da fühlt sich das alles völlig entspannt an und ihr denkt, okay, wann geht es richtig los? Aber es sind 30 Runden. Nochmal. Ja? So, wenn ihr jetzt irgendwann feststellt, okay, mir geht die Kraft aus und ich komme nicht mehr hinterher, dann habt ihr die Möglichkeit, auf eine andere Skalierung zu wechseln. Im besten Fall eine leichtere. Also, schwerer sollte es nicht werden. Sprich, die Basic-Variante dann zu wählen. Das wären dann 3, 6, 9. Oder ihr sagt, nee, ich bin jetzt so durch, ich brauche erstmal eine Minute Pause. Dann setzt ihr eine Minute aus und fangt wieder bei der nächsten Minute an. Auch die Möglichkeit gibt es dann. Und der Score wäre dann, wie viele Runden habe ich in meiner Skalierung geschafft? Wenn wir jetzt mal bei der Susi gucken, die versucht die RX-Variante und die sollte mir am Ende des Workouts sagen, Jochen, 30 Runden, dass sie jede Runde geschafft hat.
Oder Jochen, ich habe bloß 28 geschafft, weil ich einmal, zweimal aussetzen musste. Ja, oder was auch immer. Habt ihr das von der Logik soweit verstanden? Das heißt, wenn ich es jetzt einmal nicht schaffe, dann mache ich schon noch weiter. Also ich bin dann nicht raus. Ja, aber dann machst du lieber eine Minute Pause, dass du dich wieder ein bisschen sammelst und fängst bei der nächsten Minute an. Also raus ist keiner. Jeder kann 30 Runden machen, kann aber zwischendurch, was ihr aber nicht solltet, eine Pause mal aussetzen oder zwei. Ja, aber das sollte nicht die Zielstellung sein. Okay. Die Zielstellung ist in eurer Skalierung, die wir jetzt gefunden haben, das Ganze durchzuziehen. Ich habe noch eine Frage. Ja, komm. Damit ich dann nicht an. Also ich mache meine Skalierung und wenn ich fertig bin, gehe ich einfach zur nächsten Runde. Ich muss nicht eine Minute warten. Nein. Okay. Genau. Da, ja, wo ihr fertig seid, ihr seid bei 40 Sekunden fertig, habt 20 Sekunden Pause. Jede Minute. Ja, okay. Ja. Deswegen heißt es ja Emo. Ihr dürft erst bei der nächsten Minute wieder anfangen. Okay. Noch eine Frage? Ja, ich werde runter auf Basic gehen, weil ich erst bei 50 Sekunden fertig war. Okay. Das geht nicht. Und an die Manu, wenn du uns alle sehen kannst, dann hörst du keine Musik und siehst keine Uhr. Du müsstest von der Galerie an sich raus. Ich glaube. Okay. Ja. Ich kann aber kurz einen Musiktest machen. Jochen, bevor du den Musiktest machst. Ja? Ich wollte ganz gerne als RX anfangen mit 3 strikten Pull-Ups. Ich weiß, es ist selbst überschätzt, aber ich mach's. Mache das, Hauptsache du brauchst nicht länger wie 10 Sekunden, Susi, ja? Genau, also, okay. Warte kurz, ich hole meine Alexa. So. Adelaide, gib dir doch mal eben rüber zu Manu. So, jetzt mache ich nochmal die Musik an. Gib mir mal einen Daumen, wenn die laut genug ist. Wunderbar, weil lauter kriege ich es bei mir nicht hin. Okay, ihr Lieben. Dann Susi-Gedächtnisschluck. Letzte Möglichkeit. Und ich wünsche euch viel Spaß und wir starten in 10 Sekunden mit Runde Nummer 1. So. Und los geht's. Svenja, du gehst auf 3, 6, 9 runter, bitte. Sonst wird das zu lange. Du hast jetzt nur 10 Sekunden Pause gehabt. Susi, die Ellbogen mehr strecken bei den Liegestützen. Achtung, zweite Runde. Und los geht's. Mehr nach vorne schieben, bitte kurz, Lena, dass du jawohl besser passt. Jawohl, jetzt haben wir alle ungefähr bei 40 Sekunden, 35 bis 40. Jetzt sieht das gut aus. Das war die zweite Runde von 30. Sehr, sehr gut. Bei 15 Runden, dann wird es interessant. Achtung! Und Action! Oh, yeah.
genau, das passt, das sieht gut aus. Vierte Runde steht bevor. Achtung. 3, 2, 1. Aber tiefer die Liegestütze, Susi. Von dir will ich einen sauberen RX sehen. Ansonsten legst du dir dann eine App mit unter die Brust, dass du wenigstens die App mit immer berührst. Jawohl, vierte Runde geschafft. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins. Super Ausführung, Lena, sieht alles richtig gut aus. Dagmar auch, sehr schöne Ausführung. Celi, Adelaide, Celi, ein bisschen aufpassen mit der Liegestütze, gell? Die Schlange wegschicken. Ansonsten alle gut dabei. Dann soll ich dann lieber auf die Knie oder weniger machen? Ja, dann gehst du lieber auf die Knie, genau. Achtung, 3, 2, 1. Sehr gut, Leute. Adelaide, deine Tiefe bei den Kniebeugen ist genau richtig, aber aufpassen. Höher darf es nicht kommen, ja? Jetzt bist du genau auf dem richtigen Maß. Bei den Kniebeugen. Ja. Bei der Kniebeuge. Runde Nummer 7. 3, 2, 1. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been wibbling on your dick. Seen it in your world too many times. Said you might trick me once. Won't let you trick me twice, no. 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 Manu, kannst du mich kurz ein bisschen tiefer stellen, ein kleines bisschen? Ja, perfekt, danke. Okay, siebte Runde haben wir auch in den Tüchern. Ja. Runde Nummer 8, wir gehen aufs erste Drittel zu. 3, 2, 1. Trick me, I won't let you treat me twice. Trick me, I won't let you treat me twice. Trick me, I won't let you treat me twice. Trick me, I won't let you treat me twice. Trick me.
Susi, bei den oder an alle bei den Squats zwischendurch mal so ein bisschen die Arme ausschütteln hier. Squatten mit Arme lockern, dann seid ihr für die nächste Liegestützrunde wieder ein bisschen besser locker. Ja? 3, 2, 1, Runde Nummer 9. Sehr gut. Also die letzte sind wir bei 42 durch. Guckt, dass er exakt auf die Sekunde immer im Tempo bleibt. Nicht nachlassen. Wir gehen jetzt in die 10. Runde rein. Dann habt ihr ein Drittel geschafft. Und los geht's. Scoopy, the bag. Komm, ihr Nestet! Ja, welches hier? Ah. Ihr Bauerstück! Drückt der Form! Weicherlicke Grühe! Eigenlijke groeien, groeien, groeien. Eigenlijke groeien, allemaal. Eigenlijke groeien, groeien, groeien. Lena, bei den Liegestützen aufpassen. Hüfte, ja, die wird immer tiefer, langsam, je schwerer ja. Die werden. Pass auf, dass die Hüfte ein bisschen weiter oben bleibt. Wird langsam schwerer, ja? Ja, ich sehe es. Genau, hier langsam wird es interessant. Ein Drittel habt ihr geschafft, Ladies. Sehr gut. Und los geht's! Eigenlijke groeien, allemaal. Eigenlijke groeien, groeien, groeien. Eigenlijke groeien, allemaal. Eigenlijke groeien, groeien, groeien. Eigenlijke groeien, allemaal. Ich habe ja auch gefragt, wo das herkam. Da ist ein Video. Was die nicht so nah angelegt. So, Runde Nummer 12 steht bevor. Ihr geht in Richtung Halbzeitrunde. Los geht's. What's behind that boy? Nothing but dust. When the fast lane. Zoom, zoom, 300 down the road. Speed tickets on the highway. Boom, boom, but you can't keep up. Manu, Hüfte ein bisschen höher, komm. Ja, genau, super. Die sieht gut aus, Manu, sehr schön. Okay, tiefe, tiefe, tiefe bei den Squats, Tilly. Ja, wieder besser. Sehr gut. Runde Nummer 13 steht bevor. Ihr merkt, die muskuläre Belastung wird langsam schwieriger, gerade bei den Liegestützen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und los geht's! Ja, ey, die Ladies sehen gut aus. Sie sehen noch ganz gut aus. Sehr gut. Lena, ich gucke mir das mal
einmal an und bei der nächsten Runde schicke ich dich auf die Knie, weil du immer mehr aus dem Oberkörper drückst. Ja? Das ist der Plan. Okay. Gut. Runde Nummer 14. 3, 2, 1. Sekunden, 43, 44, Achtung, Edilek, du musst wieder ein bisschen angasen, sonst gehen dir die Pausen aus. Halbzeitrunde, Ladies. 3, 2, 1. Lena, bei dir dann auch. Du kannst auch 5 normale machen, die kannst du noch gute ausstellen und dann 3 auf den Knien zum Beispiel. Ja? Dass ihr so einen Mix macht. Oi. So, Runde Nummer 17. Und los geht's. Ja. Seit der Pandemie halt, oder? Okay. Ja, genau, Lena, sehr schön. Edilet, 4 normale, 4 auf den Knien bitte, möchte ich jetzt sehen. Okay. Dass du dann einfach noch 4 die Knie runter und dann weitermachst, dass du nicht so viel Zeit verlierst. Okay. Runde Nummer 18 in 5. Und los geht's. Auch wenn die Fersen ein bisschen erhöht sind, trotzdem, der Oberkörper ist schön gerade. Super sieht das aus. Ja.
Jawohl, ihr seid alle gut dabei. Ich sehe keinen, den ich nicht durchbringen werde. Sieht alles gut aus, Leute. 3, 2, 1. Dass du aus der kompletten Hüftstreckung in den ersten Kniebeugen gehst. Ja, weil man neigt dazu, das geht mir auch so, dass man gleich von unten weitermacht, aber einmal Hüfte strecken. Und Runde Nummer 20. Haben wir schon geschafft auf dem Weg. Letzte Drittel liegt vor uns. 10 Runden und dann ist der Drops gelutscht. 3, 2, 1. Tiefer wieder, Kniebeuge. Ja. Sehr gut. Very, very good, ladies. Runde Nummer 22. Und los geht's! Runde 23, 7 Runden, 3, 2, 1 und los geht's. Klasse, jawohl.
immer alle 40 Sekunden Takt. Maximum. Sieht richtig gut aus. Ja. Fünf. Drei, zwei, eins. Schön in der Form bleiben, sauber durcharbeiten. Nur noch 6 Runden. Und Action! Schafft jeder noch, sauber durcharbeiten, volle Range of Motion, 2, 1, los geht's! Thank you.
2, 1, los geht's! Komm, Seli, Achtung mit der Hüfte, komm. Lieber kurz die Arme ausschütteln. Jetzt brauchst du nicht mehr so viel Pause. Es ist eh nur noch eine Runde, aber die Liegestütze sauber rausdrücken, Ladies. Weiter. 40 Sekunden sind um und wir gehen in die letzte Runde. Jetzt ist wirklich die letzte Runde. Achtung, 3, 2, 1 und noch, hau reinhauen! Ja, ich habe bei dir Basic geschrieben. Basic ist immer die Skalierung, also entweder Basic SC oder RX SC oder Basic. Du hattest Basic gemacht mit skaliert, das heißt auf den Knien zum Beispiel, aber alle rum geschafft. Ja. Genau. Bei Susi RX, du hast die RX-Skalierung gemacht, du hast aber dann die Liegestütze, also ich gebe dir ein SC, ja, ein RX SC. Verstehst du, was ich meine? Ja, mach, ist egal. Ja, weil die drei Strikten, das sind ja wie 5 Kipping. Also das kann man schon so gelten lassen und auch alle geschafft. Manu, richtig gut, SC und auch alle Runden geschafft. Ich war sehr begeistert von den Liegestützen, Manu. Fleißbienchen. Dann haben wir die Adelaide, auch SC, alle Runden geschafft. Ja. Genau, Celi genau dasselbe, gell? Ja. Lena auch SC, hast zwar mit RX angefangen, also mit SC, RX, aber muss es dann mal skalieren zwischendurch. Aber auch alle Runden geschafft. Und Dagmar, du hast die Basic-Variante gemacht, aber in der RX-Ausführung, gell? Ja. Ja, das hat mir gut gefallen. Sehr gut. Ja, ganz ohne Band, ganz stolz. Ja, genau, das war sehr gut. Das werde ich nämlich heute Abend auch machen. Um mal wieder nach 3 Wochen mal mein erstes Training wieder zu machen. Jochen? So. Bei den Push-Ups mit der App-Map, ist das jetzt eine Erleichterung? Also ist das deswegen SC? Ja, okay. Klar. Okay. Ja. Weil normal muss ja die Brust den Boden berühren. Ja. Okay. Genau, jetzt hast du da anatomisch, wie wir schon mal festgestellt haben, ein paar Nachteile, ja, von der Höhe, aber. Nee, dann mache ich nächstes Mal richtige Push-Ups. Dann mache ich das anders. Ja, bei alles den Männern klar? Ist es genauso. Ja. Alles klar, danke. So, aber wir machen noch ein bisschen was für den Chorbereich. Schaut mal zu mir. Ich bin raus. Haben wir lange nicht gemacht. Wir legen uns auf den Rücken, machen einen wunderschönen Via. Dann drehen wir uns nach links und nach rechts und wieder zurück. Haben eine Wiederholung geschafft. Jetzt wieder 2. Links. Rechts. Und in der Mitte. Und Nummer 3, ja? Und dafür möchte ich, weil die Zeit schon recht fortgeschritten ist, 20 Stück sehen. Ihr macht einfach jetzt 20 Stück davon. Gnädig von dir, Jochen. Ja, gell? So bin ich.
Genau, bei der Rolle wäre die Zielstellung, dass die Arme und Beine nie den Boden berühren. Das wäre dann die wunderschönste Ausführung. Dann machen wir trotzdem nach 10 Wiederholungen Mobility. Nee. Du machst jetzt einfach mal die 20. Ach so, durch, oder was? Genau. Ach du Scheiße. Das sagt man nicht. Hier ist Schoko auf dem Boden. Riecht die Mami. Ach so. Was sagst du, Manu? Riecht die Mami. Scheiße sagt man nicht. Hab ich gerade nur gehört. Ich muss mein Teppich hier hinlegen. Ich glaube, das war die Adelaide. Was? Hast du Scheiße gesagt oder die Celi? Silvia. Aua. Ich war woanders. Ja, ich war woanders. Du, Vollmer. Was sehe ich denn da, Celi? Aber jetzt die Hände weg vom Boden. Und jetzt zurückdrehen ohne Handunterstützung. Komm. Ich kann es nicht. Ja. Genau. Mit kurzem Gegensprung. Ich bin anstrengend genug. So, Lena hat keine Lust mehr. Andersrum, ne? Also wenn ihr einfach die 40 V-Ups machen ohne diese doofe Rolle. Nein, die doofe Rolle machen wir. Deswegen machen wir sie ja, weil sie sich doch doof anfühlt. Die soll sich ja bald immer nicht mehr doof anfühlen. Hände nach vorne, nein. Was machst du da, Svenja? Hände vor. Ich rolle mich. Ich lieg seit gar nicht in Knochen. Du liegst in der Kurve wie ein Schluck Wasser. Ja. Jetzt ist besser. Ja, komm. Komme ich aber nicht mal rum. Stimmt. Versuch die Spannung zu halten. Bei Susi sieht das richtig gut aus. Du machst dir da eine Rolle. Was? Die Susi hat ja auch ein 8-Pack, da ist die Spannung natürlich bombastisch. Ja, die hat den Annie Torstott aber auch. Oh Gott, sie rollt zweimal nach rechts. Moment. Ja, bräuchte sie gar nicht. So, stopp, Susi, stopp. Du rollst schon zu weit. Du sollst einfach nur auf den Bauch rollen. So, jetzt einmal hier auf den Bauch, dann wieder zurück, andere Seite auf den Bauch und jetzt wieder zurück und jetzt hast du einen. Genau. Jetzt haben wir die Susi richtig konditioniert. Aber das sieht richtig gut aus. Oh Mann. Diesmal bestimmt den Boden. Ja, da lernt man schön Chorspannung halten. Sehr gut, Svenja. Oh. Was hast du noch? 20? Ja, 20. Ich glaube, ich habe schon fertig, ich bin mir nicht sicher. 20 Stück reichen zum Abschluss. Dann könnt ihr mir noch mal kurze Rückmeldung geben, wie das gepasst hat vom Workout, von den Skalierungen her für heute Abend. So, Susi, wie hat das für dich gepasst? Du bist schon fertig vom Workout her. Können wir da irgendwas anpassen heute Abend oder passt das so? Nein, du hast alles richtig gemacht. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit mir. Ich hätte Push-Ups dann richtig machen sollen und dann eventuell weniger. Aber du hast alles richtig gemacht. Also oder von Anfang an 6-4, dass du 6 machst, kurz ausschütteln und 4. Da kann man auch länger arbeiten. Dann brauchst du zwar einen Tick länger, aber wahrscheinlich werdet ihr es besser bekommen bei den Liegestützen. Ja? Genau. Nächste Mal. Manu, was sagst du bei deiner Skalierung? Hat das für dich gepasst? Oder? Ja, hat gepasst. Ja? Okay, sehr schön. Dagmar, bist du zufrieden? Ja. Warum? Naja, weil ich es durchgehalten habe, die 3 Stunden, genauso wie es begonnen. Genau. Konditionell bin ich nicht zufrieden, weil dass ich wirklich 25 oder 20 brauche, um mich wieder halbwegs zu erholen, das ist halt nur relativ schlecht, aber
Das ist so etwas Persönliches. Ja. Aber du hast das AX durchgezogen, auch in der Basic-Variante. Das war das Wichtigste, wie du gesagt hast, von der ersten bis zur letzten Runde. Das war gut. Celi, wie war es für dich? Ja, war gut die Skalierung. Klar würde ich mehr, hätte ich gerne mehr strikte, also richtige Push-Ups gemacht, aber dann ist es unsauber. Deswegen hat schon Sinn gemacht, dass ich es so gemacht habe. Und ich kam auch immer gut durch. Also ich konnte die Pace halten, deshalb war es für mich gut. Klar, ich hätte mich mehr challengen können, aber dann geht halt die Technik drauf. Deshalb genau. Also lieber Fokus auf Technik. Ja, und das auch unter Belastung. Das ist immer die Zielstellung. Weil ansonsten fangt ihr an, die Technik zu vernachlässigen und irgendwie, Hauptsache, ich kriege meinen RX, ja. Und das ist nicht die Zielstellung. Ja. Adelaide, ich sehe bloß deine Füßchen. Ah, jetzt? Sind doch auch schön, oder? Total. Was sagst du, Adelaide? Ich kam gut durch. Das war okay mit der verlierten Version. Okay. Ich glaube, du hättest auch schon hättest noch länger auch nicht auf den Knien machen können. Ja. Also die hätte das schon noch geschafft. Aber der Trainer hat gesagt, ich soll das jetzt mal auf den Knien machen. Naja, du hättest es wahrscheinlich auch so machen sollen, nach 5 Wiederholungen, nach 5 kurz hochkommen, hier den 5. machen, dann hochkommen und einmal kurz hier nochmal lockern und dann nochmal 3 machen. Ja? Dass du da wieder die Spannung aufbaust und ein bisschen mehr Kraft wieder entwickelst. Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn ich so eine Pause einlege, dann demotiviert mich das. Dann verliere ich so meinen Flow. Und deswegen versuche ich es dann lieber mich... Ja. Das ist dann für den Kopf die Challenge. Okay. Genau. Und Svenja? Alles gut. In Anbetracht der Umstände bin ich zufrieden. Das hast du aber schön gesagt. In Anbetracht der Umstände bin ich sehr zufrieden. Ja, also. Das ist gut. Okay. Ja, freut mich. Schön. Okay. Dann, ihr Lieben, wünsche ich euch einen schönen Tag. Dann haben wir es schon geschafft. Und bis morgen vielleicht, ja? Du machst heute Abend, Jochen. Ich mache heute Abend, aber also ich habe das Workout schon 3-mal gemacht in meinem Leben, habe es immer RX geschafft, alles durch, aber heute Abend, ich will jetzt einfach mal wieder, dass ich überhaupt was mache, die Basic-Variante machen, genau wie die Dagmar, einfach mal ganz entspannt durchmachen, 3, 6, 9, ohne mich da zu stressen, dass ich wieder so ein bisschen reinkomme. Genau. Ich mache die Klimmzüge halt dann einarmig oder so. Ich schaffe mit einem Arm, genau. Ja, mach langsam. Genau. Hör auf deinen Körper, Jochen. Ihr merkt ja, ich habe immer noch so einen Reizhusten. Es geht halt nicht raus irgendwie. Genau, also. Einen schönen Tag euch. Ja. Tschüss, Jochen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.